So, wir warten schon auf unseren Zug Richtung Guangzhou. Ausgereist sind wir schon. Der Ivan ist dabei, ich bin dabei. Der Ralf ist schon vorgestern, glaube ich, gefahren. Ausreise war relativ easy, hat, glaube ich, nur eine Stunde gedauert. Das hatte ich schon schlimmer erlebt, aber gab ein paar komische Rückfragen. Das hatte ich noch nicht erlebt, aber es ging alles gut. Jetzt geht es in den Zug. Wir fahren ungefähr 50 Minuten im High-Speed-Train, denn wir sind hier noch in Hongkong, zwar auf chinesisches Gebiet, aber noch in Hongkong. Und der Zug geht dann direkt von Hongkong, ich glaube, über Shenzhen, da halten wir noch einmal und dann nach Guangzhou. Und jetzt diskutieren wir gerade, ob wir da dann mit der U-Bahn weiterfahren, die ja auch in Guangzhou sehr gut ausgebaut ist, oder ob wir uns ein Didi nehmen. Also Didi ist quasi die chinesische Version von Uber. Sind wir in Guangzhou in unserem Office angekommen. Ich muss sagen, ich war noch nie hier. Na ja gut, wie denn auch? 3,5 Jahre nicht in China und das Office haben wir jetzt noch nicht so lange. Ich bin sehr gespannt. Ist auf jeden Fall schon mal sehr interessante Gegend hier. Aber gar nicht schlecht. Also für asiatische bzw. für chinesische Verhältnisse habe ich es mir etwas dramatischer vorgestellt. Ja, wir gucken mal, was da los ist. Hey, so, wir machen uns gerade fertig für das Meeting mit Dominik, also mit Deutschland, und besprechen hier die nächsten Steps, die wir auf der Canton Fair erledigen müssen, vor allen Dingen, wie jetzt die nächste Strategie aussieht und wie wir das Ganze dann organisatorisch aufbauen, weil man kann sich ja vorstellen, dass es doch schon eine Challenge ist, dass man A, natürlich nur Englisch spricht, dann mit den Kollegen hier in China, und B, natürlich die Zeitverschiebung, die wir nach wie vor haben, von mindestens 6 Stunden, und da werden wir jetzt hier die Sache einmal in strukturelle Bahnen gießen, damit es dann auch seamless funktioniert. So, das heißt also, hier das ganze Team ist am Start. Aber ansonsten haben wir hier auch die Judy, das ist unsere älteste Mitarbeiterin überhaupt. Sie sieht nicht alt aus, ist sie auch nicht, aber sie ist schon am längsten dabei. Ja, genau, den kennt ihr schon. Genau, das ist Ivan, der ist noch am Start. Genau. Und das sind die beiden, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Das ist die Sally. Sally, genau. Ja, sie sagt auch hi. Sind wir hier in einer großen Runde und warten. Ich bin hier der Invisible Man gerade. Genau, das ist immer meine Lieblingssituation. Der Ralf ist auch am Start. Eigentlich alle Mitarbeiter hier. Genau, alle unsere Mitarbeiter aus China sind hier. Bis auf einer, der hält im anderen Büro. Wir haben 2 Offices in China, hält er die Stellung. Und die Buchhalterin, die ist auch in Hongkong. Die muss jetzt auch nicht unbedingt hier sein. Aber ansonsten sind alle da. Und das Kuriose ist ja, Bis auf Judy, alle anderen habe ich gestern bzw. heute das allererste Mal gesehen. Wir haben die alle während der Pandemie sozusagen online rekrutiert, aber es funktioniert. Genau, und hier Judy, das ist unsere große Instanz, unsere Geheimwaffe hier in China. Ohne die wird hier gar nichts gehen. Alright, so, dann warten wir jetzt auf den Dominik, denn ohne den wird nichts in Deutschland laufen. Und dann geht es in die Diskussion, da besprechen wir gleich die Strukturen und wie wir das neue Projekt aufbauen. Da hatte ich ja schon so ein bisschen drüber erzählt, da erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr drüber mit Ralf zusammen, dass wir euch da so ein bisschen mit abholen, was genau wir vorhaben und was das unglaublich Wertvolle für euch daran ist. Alle hören ganz gespannt zu, wenn Dominik spricht. All the information we need to see if this product is good or not. So I put it in this sheet and we need to get another information. So we have here the category product name, Asian product picture, so we need some information like the supplier and the price. Yes. So we can check if this product is
if we get a marsh for this. So, Office Tag ist vorbei und jetzt geht's mit der Bahn, nicht mit dem Taxi diesmal, ne? Der Ralf nötigt einen, hier mit der Bahn zu fahren. Ist umweltfreundlich. Ja, ja, das ist total. Ich habe meinen kompletten Koffer dabei, der wurde gerade nochmal durchgescannt. Ich habe ein Mikrofon drin, ne? Und in anderen Ländern wird so ein Mikrofon dann schnell mal als Gewehr identifiziert und dann stehe ich da mit runtergelassenen Hosen an der Wand manchmal. Aber der Ralf wollte erzählen, was wir heute besprochen haben, welches coole Projekt wir vorhaben. Ja, okay. Wir waren ja heute, wie gesagt, im China-Office. Ich habe einige Mitarbeiter zum ersten Mal persönlich getroffen. Und ja, wir planen jetzt ja oder wir entwickeln eine Liste mit Minimum, jetzt kommt mir gerade ein Wassertropfen runter, Baumängel in China. Und mit Minimum 100 Produkten und das wird immer weiter ausgebaut. Da steht da EK fest. Wir wissen, dass es vom Prinzip her EU-konform ist. Ihr könnt eigentlich direkt bestellen und das Wichtigste, wir überprüfen, ob es da viel Potenzial auf Amazon gibt. Also ihr bekommt so ungefähr eine Aussage, wie hoch da der Rohertrag ist. Natürlich nicht im Detail, ihr müsst das gegenchecken, aber wie gesagt, wir wissen auch, dass es umsetzbar ist und dass es beschaffbar ist. Man kann ja einmal viel theoretisch finden, die Software zeigt mir irgendwas an, ob das denn aber beschaffbar ist, noch eine ganz andere Frage und wir haben schon die Lieferanten. Ja. Ja, das ist der Riesenvorteil dabei. Man greift quasi in einen vollen Topf an Produkten, was wir empfehlen, wo wir hinterstehen und wo wir glauben, dass es sehr viel Potenzial haben kann. Also, haltet die Augen offen, wenn wir das Projekt launchen. Etwas Verwirrung gerade, wir wissen nicht, wo das Hotel ist. Aber gefunden haben wir schon mal den Starbucks. Das ist zur Not ein guter Anfang. Halten ist heute mein Scout hier. Da fühle ich mich sehr sicher, denn der kennt sich relativ gut aus. Im Moment struggelt er noch ein bisschen mit dem Hotel, aber ich bin guter Dinge, dass wir es gleich finden werden. Ralf sagte, das soll irgendwo direkt an der Station sein. Aber auf der Karte sieht mir das nicht ganz danach aus. Aber wir gucken mal. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute fangen wir direkt an mit einem Produkttest. Das ist das Case bzw. die Tragetasche, die ich mir gekauft habe auf der Messe gestern. Ihr könnt euch sicherlich daran erinnern, dass ich das direkt am Stand bezahlt habe, mit der Hoffnung, sie liefern es. Da wurde ich im Übrigen auch schon mehrfach gefragt, ob ich denn so viel Vertrauen zu dem Hersteller habe, dass er wirklich auch liefert. Dazu möchte ich nur sagen, ich glaube, die Hersteller auch in China haben bessere Hobbys, als mit 60 Hongkong-Dollar, also 8 Euro durchzubrennen. Ganz bestimmt nicht. Das ist die Tasche, ist gestern Abend sogar schon geliefert worden. Lustigerweise gibt es hier auch noch ein Emblem bzw. ein Logo von einer relativ bekannten Firma. Passt leider nicht zu meinen Geräten, für die diese Tasche eigentlich bestimmt ist, denn ich habe hier ein ganz anderes Logo am Start. Aber die Größe der Tasche sollte ja auf jeden Fall ausreichen. Aber gucken wir einfach mal rein. So, jetzt beurteilen wir als erstes den Reißverschluss. Ich sagte ja, der Reißverschluss ist wohl das Kritischste, was man an so einer Tasche überhaupt verbauen kann. Und der fühlt sich sehr hochwertig an. Ist aus Plastik, das ist aber bei der Größe Standard. Und da drinnen haben wir hier, schaut mal, so eine Tragetasche. Denn die bewerben diese Tasche als, lass mich mal gerade hier auf diesen Zettel gucken. Das kann man nicht lesen, ich lese es mal vor, dass man ihn in 3 Wegen tragen kann. Einmal als zum Tragen hier mit einem Henkel, das ist wahrscheinlich das hier, was Sie meinen. Ja. Dann als Umhängetasche und als Crosstasche, also dann quer über den Rücken bzw. über die Schulter. Naja gut, das letzte ist jetzt nicht ernst zu nehmen. Aber grundsätzlich sieht das schon ganz gut aus. Von der Polsterung ganz okay. Schauen wir mal, ob hier mein Laptop reinpasst. Auch da bewerben Sie, dass bis 16 Zoll reingeht. Das ist hier ein 14 Zoll. Ich packe es mal rein. So, ja, das sieht ganz gut aus.
passt rein. Der hat auch ein etwas anderes Format. Das ist jetzt nicht das klassische 16:9 Format, das MacBook hier, sondern ich habe keine Ahnung, es ist ein anderes Format auf jeden Fall. Und das passt dann hier dennoch gut rein. Hier ist natürlich rechts und links ein bisschen Platz, beziehungsweise hier auf der rechten Seite. Aber oben geht es gerade so. Okay, so. Das heißt, das Ding kriege ich da sehr gut runter. Das sieht gut aus. Das fühlt sich auch wirklich hochwertig an, das Material. Ja. Dann habe ich hier noch eine zusätzliche Tasche. Die ist mit so einem Klettverschluss verschlossen. Und da probieren wir jetzt mal hier das Gerät reinzupacken. Das ist ein iPad 10,9 Zoll, irgendwas in der Richtung, mit einem Case. Na, ihr seht auch, dass es hier mittlerweile 7.37 Uhr ist. Also relativ spät schon für mich. Dann gucken wir mal, ob wir das hier auch reinkriegen. So, dann passt von der Farbe auch wirklich schön. Das passt nicht ganz, aber völlig ausreichend. Schaut mal hier, so, wenn ich, das kann ich jetzt so ein bisschen verschließen. Das ist auch relativ fest, dieser Zipper, beziehungsweise dieser Klettverschluss, so heißt es denn wohl. Ne? Und das fällt hier auch nicht raus, wenn man sich da nicht Mühe gibt und das irgendwie mit Gewalt rauszieht. Ne? Und da man das Gerät ja so trägt, bleibt eigentlich hier auch wenig Druck drauf auf diesen Klettverschluss, sodass sie sich im Normalfall auch nicht öffnen wird. Wie sich das in der Praxis darstellt, das werden wir feststellen, wenn wir auf der Canton Fair unterwegs sind, weil das wird denn dort mein ständiger Begleiter werden. Inklusive denn diesem Band, beziehungsweise diesen Tragegurt. Da muss ich mal gerade gucken, wo ich den festmachen kann. Ich hoffe, die erwarten jetzt nicht, dass ich den hier einhänge. Aber ich befürchte schon, das sieht natürlich jetzt echt sehr wackelig aus. Der Geschichte traue ich jetzt nicht über den Weg, aber das, wie gesagt, das werden wir im Belastungstest dann auf der Messe in China, also der Canton Fair in Guangzhou, feststellen, wie gut hier praktikabel mit diesem Ding zu arbeiten ist. Ist auf jeden Fall viel besser als mein riesen Rucksack, den ich sonst immer mitnehme. Weil hier kriege ich im Prinzip alle meine Geräte rein und die wichtigsten Visitenkarten, wenn ich das Tablet nicht notwendigerweise mitnehme, kann ich den hier auch in diese Tasche platzieren und habe die dann immer schön griffbereit. Ja. Genau, so, das also zu dem Punkt. Das schöne Tasche, wir bleiben auf jeden Fall am Ball und wenn das eine gute Qualität ist und die das nächste Mal hier vielleicht auch noch eine andere Firma mit berücksichtigen anstatt Microsoft, dann glaube ich, haben die sich qualifiziert, dass wir bei denen tiefer ins Detail gehen und uns auch noch andere Taschen anschauen. Denn Taschen ist eigentlich ein relativ gutes Thema, gerade hier solche kleinen Minitaschen, denn das ist so ein bisschen auch der aktuelle Mindset, den viele haben. Sie haben es hier tatsächlich auch schon beschrieben. Ich habe vorhin gesehen, ja hier genau, das Spectre Grau ist Design für Remote Worker and Digital Nomads in Mind. So, also das heißt, ja, genau. Also, ja, die haben im Prinzip schon den Geist der Zeit aufgenommen. Das Ganze ist, kann man hier sehen, made in China, klar, was sonst, aber in den Niederlanden designed. Okay, wie dem auch immer sei, wir wollen mal gucken, ob das eine gute Kombination ist, niederländisches Design und Chinese Factory.